Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber zusammen mit Hallo meiner Schwester. Ja, da sitzt sie. Und heute stellen wir wieder einen Nerf Rebell Blaster vor. Diesmal ist es was für ein Blaster? Die Ringspeed. Sehr gut, hat sie sich gut gemerkt, denn das ist auf dem Test gewesen. Okay, zuallererst mal gucken wir uns hier diesen Karton an. Aber da sehen wir schon mal den Blaster, denn der Karton ist halb offen. Und hier haben wir praktisch wieder einen Bogen, aber der sieht ein bisschen komisch aus. Das werden wir euch später zeigen, aber hier ist auch eine andere Munition mit dabei. Wir kennen das eventuell von anderen Bögen. Man schießt nicht irgendwie mit Darts oder so, wir schießen mit richtigen Pfeilen. Und, hast du schon richtig gezeigt, Pfeil. Das ist einer dieser Pfeile. Hier zum Beispiel mit seiner Befiederung und der ist irgendwie so karbon und länglich. Also der passt nicht in normale Blaster mit rein, sondern eher in solche Geschosse hier. Und das ist, glaube ich, einer der wenigen Nicht-Rebell-Blaster, der mit solchen Pfeilen verschießt. Also es gibt eine ganze Menge davon in der Rebell-Serie. Und das ist also ein weiterer. Und was hebt den jetzt ab? Wir werden es bald herausfinden. Vorhin haben wir auf dem Karton gezeigt. Also wie gesagt, zwei Pfeile sind mit dabei. Nicht die größte Menge. Der Blaster kostet übrigens ungefähr 15 Euro. Und außerdem schießt er 26 Meter weit. Steht hier zumindest. Auf der Rückseite sehen wir nochmal Bedienungsanleitung und alles Mögliche. Aber noch irgendwas Besonderes hier drauf? Gefällt dir was daran? Ja, ich finde die Farben harmonieren. Alles schön. Wunderbar. Gut. Ist auch gut gestaltet. Und die Mädchen lächeln mal wieder wunderschön. Jetzt bin ich auch auf dem Thumbnail. Also, hi, ich habe einen Blaster. Hi. Sieht immer super sexy aus. So, möchtest du uns jetzt also die Ehre erweisen, den Blaster auszupacken? Gerne. Gut. Mein Herr. Sie hat mich Herr genannt. Hältst du? Ich bin halt der Herr. Übrigens müsst ihr hier darauf aufpassen, dass ihr nicht die Sehne durchschneidet. Das ist so die Achillesferse dieses Blasters. Wenn man das durchschneidet, dann ist vorbei. Wisst ihr, Achilles, Sehne und Ferse, das ist nicht die Sehne. Das gut. Ist ja nicht die Sehne. Gut. Wie geht das? Wie kriegst du das hin? Mach hier nicht so eine Szene. Sehne, okay. Tatsächlich, da ist noch ein Griff drin, den kann man hier eventuell schon mal sehen. Mal kurz auspacken. So. Hier kannst du ihn schon mal haben, denn ihr könnt eventuell schon mal sehen hier, dieser Blaster, zeig mal kurz von der Seite, man hat hier keinen richtigen Griff dran, also müsste ich hier anpassen und da muss der Pfeil später raus. Das ist also nicht besonders clever. Deswegen haben wir hier so ein paar Noppen und da muss man das hier reinstecken. Das passt ja sehr gut, ist wie so ein Puzzleteil. Möchtest du mal gucken, hier so, so rum, was meinst du, passt das so? Ja, steck rein. Nee. Vielleicht ist es auch falsch rum, ich weiß es nicht. Nein, oder? Nein! Oder? Du hast doch Kraft. Ich weiß, aber ich will es ja nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, wie rum. Ah, da war tatsächlich so rum. Man muss gucken mit diesen weißen Spitzen nach vorne. Nur so ist es richtig. Okay. Sieht doch besser aus. Den noch? Weiß nicht. Ich will es auch nicht kaputt. Okay, meinst du, das sieht wie ein Bogen aus? Nein. Nein, für mich sieht das auch eher wie so eine Waffe aus. Stell dir mal vor, man kann das so halten zum Beispiel, irgendwie zuschlagen, das ist auf jeden Fall lustig. Oder man hält es so. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Plasma-Schwert. Ich glaube, aus Halo war das. Ich kenne mich jetzt mit der Spielwelt auch nicht aus, aber das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, wie so eine Kralle. Auf jeden Fall gebe ich dir das jetzt und dann hast du viel Spaß damit. Ich werde währenddessen die Pfeile auspacken und du kannst uns was darüber erzählen. Der Griff ist übrigens sehr schön. Meine Hand passt auch drum. Passt deine drum? Ja, passt drum. Also ist sehr griffig und ist auch sehr griffig. Ja, es ist der Griff. Der ist griffig. Den Witz habe ich schon ganz oft gebracht. Kannst du mal umdrehen, den Griff genau zeigen? Oh. Ja, also der ist sehr schön geformt für Links- und Rechtshänder. Obwohl es für Linkshänder vielleicht ein bisschen schwerer wäre, ne? Nee, für Rechtshänder. Ja. So. Ist für Rechtshänder besser, für Linkshänder mal so gar nicht. Nee, weil... Hä? Einmal verrenken oder dann machen die so? Hä, nee. Die können ihn wahrscheinlich umdrehen, weißt du? Ah. Da bin ich bis eben auch noch nicht drauf. Also es ist auf jeden Fall für Beidhänder gedacht, das geht auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du da als Linkshänder stehst davor, wie mache ich das? Jahre später kommt einer und dreht den einfach um. Das wäre bitter. So, kommen wir jetzt zu dem Design. Ich finde, das Design ist diesmal sehr schön und auch alles sehr passend. Diesmal auch kein Orange vorhanden. Und hier überall sind Logos. Da? Nee, hä? Da. Ja, das ist Logos. Steht Nerf Rebell drauf. Einmal weiß und einmal rosa. Genau. Auf der anderen Seite allerdings haben wir keine Designs. Wie üblich irgendwie. Leider. Ist ein bisschen schade. Doof für die Linkshänder. Da kommt drauf an, auf welche Seite man guckt. Die andere ist tatsächlich ziemlich schön, meiner Meinung nach. Ja, ich finde das auch sehr schön. Auch eigentlich was für die Jungs, weil viel blau, wenig pink. Es ist nicht besonders feminin. Es ist einfach so, es geht noch, würde ich sagen.
Also da braucht man sich nicht unbedingt schämen. Besonders das schöne, durchsichtige Blau. Mir persönlich gefällt das Design tatsächlich, aber es sieht halt nicht aus wie ein Bogen. Aber es will einer sein. Wir haben hier sogar noch die Pfeile, kann ich mal ganz kurz zeigen. Also so würden die dann hier aussehen. Die sind tatsächlich recht feminin. Wir haben zwar Blau drin, aber es ist so. Ich finde die sehr schön. Es wirkt einfach nicht so wie der von, wie dieser Dreadball-Pfeil. Nicht weißt so schön. Ach komm, der passt doch vom Design her perfekt dazu, ne? Gebt ihr mir doch recht. Ah, wir haben ja auch nur zwei Pfeile mitgeliefert, das ist jetzt auch nicht so großartig. Aber hier, ich gebe dir mal ein, mal gucken, danke, wie du dich anstellst. Wo war das? Da. Man steckt den Pfeil nämlich vorne rein und dann muss man das an die Sehne packen. Wir haben nämlich eine, zeig mal kurz. Andersrum. Machst du gut. Die Sehne. Ja. Und da sind zwei schwarze Markierungen und dazwischen muss der Pfeil. Dann festhalten. Und? Nein! Okay, ich bin sehr ungeschickt in sowas. Nicht ungeschickter als ich. Und was ihr eben gesehen habt, zeig mal kurz. Wenn man die Sehne zieht, dann gehen die Wurfarme auf. Mach du mal, das ist richtig anstrengend. Echt? Ja, irgendwie schon. Tatsächlich ist es ja so, in Filmen wird immer gezeigt, oh, Frauen haben den Bogen, denn der braucht überhaupt keine Kraft. Bullshit. Bögen brauchen oft mehr Kraft als Schwerter oder sowas. Und dann stehen die da und halten den Bogen so lange, das ist eigentlich gar nicht möglich. Es braucht tatsächlich ein bisschen Kraft, das hier zu ziehen. Was bei dir schon. Ja, aber wenn man den ganz nach hinten zieht, dann wackelt auch nicht irgendwo der Pfeil irgendwo rum, sondern der wird hier in so eine Einkerbung reingezogen. Ich mache jetzt ganz großes Sicherheitsrisiko für die Kamera. Und dabei gehen eben die Wurfarme auf. Und das finde ich ziemlich genial, weil du kannst es einfach so wegpacken. So kannst ist es leicht Platz sparen. Genau, du kannst es leicht irgendwo hinbringen. Das dürfte eventuell sogar in ein Holster packen. Da kannst du so nehmen und den Pfeil wegschießen. Ist allerdings ein bisschen anstrengend, das so zu halten. Ja. Weil das wird alles über diese Sehne hier geladen. Und die ist natürlich ein bisschen kräftiger, damit der Pfeil auch weit und fliegt. Auch ein bisschen klein. Und deswegen musst du ja besonders kräftig sein. Aber ich finde bei dem Pfeil, der Griff, der da ist, meine Hand ist vor, der Griff, der ist sehr klein. Also es ist, finde ich, für große Hände schwer zu laden. Für mich geht es eigentlich noch. Also ich habe auch keine großartig großen Hände, was geht. Echt keine Kraft heute. Ist nur heute? Noch ganz hinten ziehen, nach ganz hinten, nach ganz hinten, nach ganz hinten. Wow, ich hätte mich fast geduckt. Wow, wir haben genug Pfeile rumliegen. Ich gebe dir gleich nochmal. Jetzt. Wie man sieht, ich bin sehr ungeschickt. Also Bögen sind so, sind nicht so mein Ding. Mir persönlich gefällt das. Das hat so ein bisschen. Wo muss das klingen? Kann es sein, dass du den. Du musst den richtig loslassen. Du darfst nicht den nach vorne schieben. Ist gut. Ich meine nur. Das kann ja auch bei allen anderen so passieren. Du musst. Perfekt. Ich glaube, du hast es vorher schon richtig gemacht. Ich habe mir gerade selbst damit wehgetan. Erste Kollateralschaden bei dem Blaster. Ungeschickt hoch 3. Nee. Also du reißt dir irgendwann den eigenen Arm ab mit dem Ding. Ja. Du dir zumindest. Obwohl er eigentlich cool ist. Ich finde es cool, dass man erst wenn man zieht, dass es dann hochgeht. Mach du nochmal. Ist tatsächlich sehr spannend. Spannend. Okay. Spannend, ja. Hast du verstanden. Also, es kommt drauf an, man kann ja immer die Sehne zur Seite nehmen und dann kommt es drauf an, wenn man die weiter nach links nimmt, in meinem Fall, dann kriege ich das garantiert gegens Handgelenk. Das war nicht so clever, den habe ich gerade ein bisschen verbogen, hat man gesehen. Ja. Hab gelogen, dass sich die Balken biegen. So, reinziehen und. Oh, er macht Geräusche. Die pfeifen. Auch die anderen dürften pfeifen. Ist ja generell so. Allgemein so bei den Pfeilen. Ja, also kannst du ein bisschen von der Seite zeigen. Ich persönlich finde den eigentlich ziemlich gut gelungen von der Sache her. Einmal drehen. Die Idee ist ziemlich gut. Was hältst du so davon? Mit Ausnahme von deinen kleinen Verletzungen und deinem ernsten Blick. Ich soll ihn zeigen. Und drehen und drehen und drehen. Wunderschön. Ich finde, das ist echt einer der besten Bögen. Würde ich dir fast zustimmen. Aber auch nur fast. Würde ich dir fast zustimmen. Übrigens, wir haben noch was nicht gezeigt. Also von den Rebell. Ja, von den Rebellen, ne? Wenn man sowas hier rum hat, da ist das kleine Ding natürlich keine Konkurrenz. Tatsächlich sieht sich irgendwo ein bisschen ähnlich vom Grundaufbau her. Diese Größe. Ne? Die sehen sich ja total ähnlich. Wir haben hier tatsächlich eine schöne Sache. Hier ist es ja so, man kann hier Pfeile drauf tun auf diese kleinen Einkerbungen. Hier nicht, ne? Doch. Ja? Das ist tatsächlich so. Zeig mir mal die andere Seite. Kann ich mal ganz kurz machen. Hier sind Einkerbungen, zwei Stück. Da kann man hier Pfeile reintun. Es sind zwei Pfeile mitgeliefert, man kann zwei Pfeile zwischenlagern. Guck dir das an, jetzt sieht das noch mehr so aus wie so ein paar Klauen. So. Ja.
Ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber das Problem ist eben, dass man nur zwei Pfeile mitgeliefert hat. Das ist ja nicht das besonders viel. Das ist dann viel. Aber auch wieder ein bisschen doof beim Laden, weil dann sind die da auch so, dann wackeln die so. Ja, kann man gegen das Handgelenk bekommen und die verbiegen. Oder sie können einfach wegfallen. Für Lenkzelle? Zum Mitnehmen ist es vielleicht praktisch, so in den Rucksack. Das dürfte ja perfekt so in den Rucksack passen. Ja, eigentlich schon. Und in die Handtasche? Also zum Mitnehmen gar nicht schlecht. Wenn man da so auf kleinere Blaster machen muss, dann ist das dafür der beste Bogen. Problem ist, also eigentlich gut, er kostet nur so... Ich wollte gerade eine vierte Stunde sagen, weil es ungefähr 15 Euro sind. Vierte Stunde, 15 Minuten. Kostet also ungefähr eine vierte Stunde eurer Zeit, dieses Video zum Beispiel, eine vierte Stunde. Und oder auch mehr. Und dafür sind dann eben nur zwei Pfeile mitgeliefert. Muss man sich eventuell noch welche dazu kaufen, kostet nochmal extra Geld, kann man glaube ich in Fünferpacks kaufen. Aber dann ist es eigentlich eine gute Idee. Hätten aber auch mehr mitliefern können, also drei. Eins zum Laden, zwei zum Verstauen. Also der schießt noch ein bisschen rum. Hat man ein bisschen Spaß. Oh, ich kann das doch nicht. Man muss üben. So? Umso mehr man übt, ja, bist du rechts oder links hinten? Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du beide links. Arme Kamera. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass du die Sehne nicht loslässt, sondern noch so mitschiebst. Das wird spannend beim weiß Schusstest. Aha, den Witz habe ich ja noch gar nicht gebracht. So. Du hast die Sehne nochmal zurückgezogen, aber den Pfeil nicht mitgezogen. Und dann ist die Sehne um den Pfeil, um die Noppel so weggeflogen. Ich hab's gar nicht gesehen, ich habe lieber weggeguckt. Ja, ich treff dich. War das nicht in dem Film I, Robot? Ja, so und dann... Du hast es nicht mit Bögen, oder? Warte mal. Ich will nur dieses Geräusch hören, wenn ein Pfeil gegen das Teil fliegt. Okay, wir ziehen das jetzt durch. Du hast zwei Pfeile, du hast zwei Chancen. Hier der erste, warum habe ich den überhaupt angesteckt? Du nimmst den jetzt, schiebst ihn hier durch, dann hältst du da die Sehne fest, hier, ja, festhalten. Warte. Ja. Du ziehst das bis ganz nach hinten und dann lässt, mach das mal mit zwei Fingern, nicht mit dreien, vielleicht war da der Fehler. So, genau so, von der Seite, sie hat nämlich vorher Hier rumgekreilt. So, du ziehst es durch und dann lässt du einfach los, einfach die beiden Finger weg. Und schieß lieber mal auf den Boden. Perfekt. Das machst du immer besser. Ich glaube, vorher hast du drei Finger so um die Sehne drum gehalten und nicht von der Seite, sondern so. Und dann hat er sich irgendwo aufgehängt. Ich habe getroffen. Nein, du wolltest das da in der Mitte treffen. Ja. Du hast es verfehlt. Aus 2 Meter Entfernung. Dezent, ja. Okay, wir haben das Schießen schon mal erledigt. Jetzt kommen wir noch zum Zielen. Okay, bevor wir jetzt... Das sollte eigentlich die Überleitung zum Schusstest sein, aber willst du noch irgendwas vorher sagen? Vorher sagen. Ab zum Schusstest. Natürlich. Ich meinte davor. Nö. Okay, ab zum Schusstest. Und jetzt haben wir zwei Sorten von Pfeil. Einmal die hässlichen. Das sind meine, weil es zu mir passt, zu meinem wunderschönen Gesicht. Und dann noch hier diese wunderschönen, die dann, glaube ich... Nicht zu haben wir noch einen? Haben wir noch einen, zu dem das passt? Hier haben wir deine. Du schießt einmal geradeaus und ich dann nach oben. Ja, ich glaube, du nimmst erstmal einen. So, und das kann jetzt eine Weile dauern. Gerade, ne? Ja, geradeaus. Also so... Parallel zum Boden. Sehr schön. Oh. Nimm zwei. Also wir haben hier diese... Ist so ein paar... eine Anspielung auf das Essen? Ja. Ja, den hast du nach unten gehalten und dann ist er irgendwo gegen. Das macht man ja gerade. Also eigentlich können die weiterschießen, damit ihr Bescheid wisst, ne? Also hier. Bei meiner Schwester muss man immer so 2 Meter zu dem Pfeil dazu rechnen. Der war doch super. Das machst du gut. Ja, ist aber dezent nach rechts abgewichen. Ja, und? Wenn der, wenn der Gegner sich denkt, er ist schlau und weicht nach rechts aus, dann hast du ihn jetzt getroffen. Und wenn er nach links ausweicht? Dann würde er dich auslachen. Oh. Das lief gut. Dann wird er immer besser. Auf die über 30 Meter? Bestimmt. Wie der es mal abgekackt ist auf halber Strecke. So. Deswegen habe ich 5 Pfeile genommen, damit das auch gut klappt. So, jetzt bin ich dran. Warte, du gibst mir das mal. Du bist mal mein Aushilfsköcher. Ich habe einen professionellen, aber du musst jetzt auch mal reichen. Wir sind heute extrem fies zueinander. Ja. Über den Wolken. Ich weiß gar nicht, ob das ein Song ist. Ja, doch. Völlig losgelöst von der Erde. Ich hasse diesen Song, aber ich liebe ihn auch. Ich muss das mal singen über den Wolken. Warte mal. Ich glaube, das Beste ist, wenn man es nicht irgendwie so reindrückt, sondern wenn man sich den hier schon fertig nimmt, durch diese Lücke steckt
und das denn hier vorbereitet. Du hast es vorhin die ganze Zeit falsch gemacht. Ha, das war der so gebogen war. Deswegen ist der abgekratzt. Ich kratz dich gleich ab, du. Halbe Portion bist du. Mich hört man wahrscheinlich eh nicht, aber okay. Na, die driften aber bei mir auch ganz schön ab. So, dann hast du hier deine Kralle. Und dann gucken wir mal nach. Hier, der hier ist abgekackt. Vielen Dank, Schwesterherz, bei 7,30 Meter. Dann haben wir einen, wo du mal kompetent warst. 11 Meter. Sollte aufhören mit den Beinheiten. Mhm. Ich liebe dich doch. Bei 13 Metern 10. 10, 20 so. Der ist ja recht lang, das kann man so schwer zeigen. Bei 14 Metern. Ja. Und dann haben wir meinen, den ich nach oben geschossen habe, bei aber der ist gebogen. Den wollte ich sagen, bei 15 Metern. So. Dann haben wir, oh, die sind ja alle abgedriftet. Dann haben wir hier einen, der ist bei 20,40 Meter. Und da drüben läuft schon meine Schwester, denn der ist abgedriftet. Sehr schön, 21,50 Meter. Hier sind zwei Pfeiler, einmal dein gerade geschossener, der wirklich gut geflogen ist, und meiner nach oben geschossener, bei 22 Metern. Und zu dem wollten wir noch kommen, einen bei 22,90 Meter. Oder 23 so. Ja, wie auch immer du gehst, so ein bisschen schräg oder gerade, man weiß nicht. So, das war auf jeden Fall der Schusstest. Und wie wir gesehen haben, kann dieser Blaster auch dafür benutzt werden, mir jetzt in den Bauch zu hauen. Dankeschön übrigens. Bitte. Ah, wir lieben uns. So eine Geschwisterliebe. So, der Blaster hat also wie weit geschossen? Maximal? 23 Meter, sollte aber 26 schießen. Wir sind richtig enttäuscht. Aber dein Pfeil, gerade geschossen, hat auch 22 Meter geschossen. Und weil wir den Du-Aufschlag nehmen, den Schwesterherz-Aufschlag, weil du die Technik nicht richtig drauf hast, hauen wir noch mal ein paar Meter drauf, dann sind es 26 Meter. Kommt man auf jeden Fall. Es kommt wirklich auf die Technik an. Manchmal, man muss damit üben. Wenn man es kann, dann schießt er wahrscheinlich auch weiter. Also gerade geschossen, 22 Meter ist schon echt gut. Da hast du wirklich eine ganze Leistung hingelegt. Bin auch sehr stolz auf dich, muss man dazu sagen. Ich bin sehr stolz auf meine Schwester. Ja. Ach, Review. Okay, also ich würde persönlich sagen, ich mag den Blaster. Das ist mit mein Lieblings-Rebell-Blaster, einfach nur, weil ein bisschen unkonventionell ist, weil ein bisschen anders ist. Und für den Preis bekommt man wirklich einen guten Bogenblaster. Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel diesen anderen Bogen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Den hatten wir auch mal, dieses riesencoole Ding, das hat auch seine 30 Meter geschossen. Da ist die Sehne kaputt gegangen. Ach der, weil die einer ständig, unserer ersten. Ja, weil die ständig gespannt ist. Und hier ist das nicht so. Hier ist die immer entspannt, bis man sie braucht. Und die Wurfarme sind auch entspannt, bis man sie braucht. Und das guck ist ein mal, super wenn man spannender die Blaster. Spannt, dann ist das noch nicht mal gespannt, die Sehne. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Wenn man so auf solche Bogenblaster steht, wenn man auf solche Blaster dieser Art steht, dann ist man hier auf jeden Fall sehr gut bedient. Du noch irgendwas hinzuzufügen? Nö, aber ich bin mal nicht, also ich mag den Blaster. Gut, dann würde ich sagen, wir werden toll. Du magst den Blaster mal, ansonsten, der ist so scheiße. Nein. Diesmal gefällt er dir. Sie sind nicht scheiße, aber sie sind halt nicht die Besten. Sie sind halt scheiße, aber sie sind halt auch nicht scheiße. Genau. Gut, bevor sich das jetzt, bevor wir das Thema noch weiter auswalzen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, ich nehme dich jetzt mal mit. Bis dann. Au.